Hi und herzlich willkommen zurück in Star Wars The Old Republic. Und das letzte Mal haben wir die Klassenquest abgeschlossen, stehen noch hier genau in dem Gebiet, wo sie eigentlich ist, beziehungsweise wo wir sie zu machen hatten. Und jetzt können wir die restlichen ganzen Quests auch abgeben. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben doch da Schnellreisegedöns, wo wir zu so einem Checkpunkt da fliegen können, beziehungsweise uns hinporten. Wenn ich es jetzt in den Fähigkeiten da finde. Schnellreise. Oh ja, da ist es. Und da können wir uns... Ich muss jetzt nochmal auf der Map gucken. Nicht, dass wir uns sinnloserweise irgendwo hinporten, wo gar nicht, wo es gar nicht sinnvoll ist. Ja, aber da können wir uns hin teleportieren. Genau da unten hin. Da haben wir uns das ganze Gelaufe gespart. Und leider Gottes hat es, glaube ich, eine Stunde Abklingzeit. Sollte uns aber nicht zum Verhängnis werden. Ja, winkt mal schön. Und dann geht es nach da unten. Oh, erstmal können wir uns jetzt hier natürlich entscheiden, für wen wir die Quest abgeben. Das war hier die Quest, wo wir ja quasi die Entscheidungsvielfalt hatten. Geben wir es jetzt dem oder geben wir es jetzt der? Ich glaube, es war das Herz von dem Vieh. Und ich quatsche jetzt einfach mal die hier an. Habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. So, Und jetzt siehst du hier, wenn ich über Ja, ich auch Hirn geben fahre, kommt so ein heller Stern. Das ist quasi, dann sammle ich Punkte für die helle Seite. Aber ich geb's dir nicht. Tut mir leid, der mutierte Dukata ist mir noch nicht begegnet. Das Vieh ist doppelt so groß wie ein normaler Dukata. Ihr gebt euch einfach nicht genug Mühe bei der Suche. Tja, ja, wenn du wüsstest. Und wir geben es jetzt dem. Da kriege ich nämlich bestimmt Punkte für die dunkle Seite. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Dukata dabei? Oder soll ich jemand anderen schicken? Ja, da ist das Rote, das Böse, das dunkle Symbol. Und dann geben wir dem das Gehirn. Ich habe, was gewünscht war. Ah. Haha, hervorragend. Zeigt her. Das ist auf jeden Fall geeignet. Schaut euch nur den marmorierten Frontallappen an. Ich kann es kaum erwarten, den zu analysieren. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, aber jetzt muss ich weiterforschen. Wenn also sonst nichts mehr anliegt... Wah, okay, jetzt schon wieder so eine Entscheidung. Und da verraten wir es natürlich... Malora hat verlangt, dass ich euer Experiment sabotiere. Stimmt das? Malora, wenn ihr meiner Forschung nicht die gebührende Anerkennung zollt, kann ich euch als Schülerin nicht gebrauchen. Nein, Meister, es ist alles gelogen. Ich habe euch nicht verraten. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie höre, Malora. Ich entlasse euch aus meinem Dienst, wenn ich mit euch fertig bin. Bitte nicht! Aber meine Liebe, der Schmerz fängt doch gerade erst an. Nehmt eure Belohnung und geht. Malora und ich haben noch einiges zu besprechen. Ihr solltet mich belohnen, weil ich diese Verräterin entlarvt habe. Einen Feind des Sith-Imperiums bloßzustellen, trägt seine Belohnung bereits in sich. Und jetzt geht. Hey, gib mir noch mehr! Und geringer Erfahrungsschub schon wieder. Und ein paar neue Stiefelchen. Aber ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja, genau. Und deswegen lösche ich jetzt hier einfach mal was raus. Ja, zerstören wir. Und habe ich noch Platz für das Erfahrungsding? Keine Ahnung. Deswegen tun wir auch das mal rauslöschen. Stufe 6. Damit sind wir wieder ein Level aufgestiegen. Ah, wunderbar. Und da oben können wir noch die Quest abgeben an dem, an dem, wie soll man sagen, Holo-Gerät. Da sollten wir ja die Zylinder, da die Kolben holen. Forschungsmaterial, Missionsgegenstand, okay. Bring die Vorräte zu Sergeant Garrus.
der wo ist? Ah, okay, der ist auch hier. Da muss ich ja sowieso hin. Das bietet sich an. Und ja, während wir da hinlaufen, beziehungsweise hinfliegen, uns hinfliegen lassen, gibt es ja noch einen Aspekt in Star Wars. Ich glaube, den hatte ich noch nicht mal angesprochen. Und zwar gibt es hier Begleiter für jeden. Da kann man sich im Lauf vom Spiel für verschiedene Crewmitglieder, wie sich es nennt, entscheiden, wen man da mitnimmt. Die genaue Anzahl weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann man immer einen dabei haben und die unterscheiden sich auch in ihrer Spielweise. Ob man zum Beispiel gerne einen Tank dabei haben will oder einen, der heilen kann. Oder einen Fernkämpfer oder einen Nahkämpfer, ganz egal. Also man kann hier auch als Tank zum Beispiel leveln, indem man einfach einen Damage Dealer mitnimmt. Oder als Heiler, indem man einen Damage Dealer mitnimmt oder einen Tank. Ganz egal. Zeige alle autorisierten Ziele an. Das finde ich ein richtig gutes Ding. Allerdings ist es mir persönlich zu unausgereift. Die Charaktere, die Crewmitglieder haben natürlich auch eine persönliche Story. Ähnlich wie es in zum Beispiel Dragon Age der Fall ist. Ja, Dragon Age. man kann verschiedene Missionen für sie spielen und kann natürlich auch in der Gunst aufsteigen und absteigen. Aber wenn man das Endgame erreicht hat, zumindest am Anfang und ja, zu dem Spielstand, wo ich aufgehört hat, war es dann so, dass es einfach nichts mehr gab, wo man großartig mit denen interagieren kann. Und das ist mir dann einfach persönlich zu wenig gewesen. Schön angedacht, aber nicht wirklich fertig gedacht. Natürlich baut man dann im Laufe der Zeit zu den Crewmitgliedern auch eine gewisse Bindung auf. Ja? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Moment mal. Ist das etwa das fehlende Forschungsmaterial? Das hatte ich schon vor Tagen abgeschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Es dauert Monate, um einige dieser Chemikalien herzustellen. Euch nützen sie nicht viel, aber für uns sind sie essentiell. Danke. Ihr dürft euch im Gegenzug auch gerne mit unserer Ausrüstung eindecken. Ich werde dem Commander von euch berichten. Apropos Ausrüstung, ich habe ja noch die Schuhe im Inventar. Und ein Gürtel, super genial. Ja, man baut natürlich auch so eine gewisse Bindung dann zu den Crewmitgliedern auf. Und später im Spiel, das geht sogar relativ flott. Wir sind jetzt Stufe 6. Ich glaube so mit Stufe 10, 11, 12, 13, keine Ahnung rum, bekommt man auch sein eigenes Raumschiff, wo man dann eben ja zu verschiedenen Punkten fliegen kann und wo sich auch die Crewmitglieder drauf befinden. Man kann noch viel mehr auf dem Raumschiff machen. Ich glaube, das wird sogar, seit ich das letzte Mal gespielt habe, noch wesentlich erweitert. Man kann Weltraummissionen spielen, man kann mit denen quatschen, eben den Geschenke geben. Worauf wir im späteren Spielverlauf auch noch kommen werden. Beziehungsweise wozu wir kommen werden. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Klassenstory, wie es da weitergeht. So, jedes Mal wieder ein relativ weiter Weg dahin. So, gleich sind wir da. Da ist wieder der Story-Bereich. Yay! Hoffentlich hast du das Holocron und verschwendest meine Zeit nicht. Eine Fälschung. Oder vielleicht aus der Bibliothek gestohlen. Ich befasse mich noch später mit dir. Es ist Zeit für eine weitere Demonstration. Gear, tritt vor. Ja, Aufseher. Phone, töte ihn. Mit Vergnügen, Aufseher. Gear soll euch als Beispiel dienen. Phone hat ihn problemlos vernichtet, so wie er euch alle vernichten wird. Hat noch jemand Einwände? Ihr seid herzlos, Harkun. Wie kann man so grausam sein? Ich bin ein Sith, was du niemals sein wirst. Die anderen von euch kennen ihre nächste Prüfung. Geht. Sklavin, du bleibst hier.
Nun, du hältst dich wohl für besonders schlau, weil du das Holochron erlangt hast, was? Ich bin einfach unschlagbar. Du kannst froh sein, dass dich Lord Sesh nützlich findet. Und jetzt zu deiner Prüfung. Die letzten dunkelsten Geheimnisse von Tulak Hort verbergen sich in seinem Grab. Lord Sesh will diesen Text. Aber die letzte Ruhestätte des toten Lords ist nur schwer zu erreichen. Schon viele haben dort ihr Leben gelassen. Die alte Nummer. Ihr schickt mich in ein Grab, um etwas Unmögliches zu tun, hofft auf meinen Tod und ich komme trotzdem wohlbehalten zurück. Schweig endlich! Ich kann dein Gespött nicht mehr hören. Komm erst dann wieder, wenn du den Text aus Tulak Horts Grab hast. Und jetzt geh mir aus den Augen. Und ein paar Beine. Wow. Die ziehen wir doch auch gleich an. Jetzt sieht es sogar schon richtig cool aus, mag ich mal sagen. Ja, und dann holen wir einfach mal den Text. Das finde ich ein bisschen doof. dass man als noch nicht mal richtiger anerkannter Sith irgendwelchen Krams holen muss, wo es noch keiner geschafft hat, den vorher zu holen. Sehr lustig. Da ist noch eine Quest. Da sind noch zwei Quests. Okay, erstmal mit dem hier. Er schaut so ein bisschen traurig, betend, keine Ahnung aus. Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Ich habe bisher nichts gesehen außer Staub und Gräbern. Beeindruckend ist das nicht. Dann seid ihr nicht von den Behauptungen eurer Meister geblendet worden. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Nur wenn ihr glaubt, dass rote Haut ein Zeichen für Reinheit ist. Rote Haut ist nur ein äußeres Merkmal. Sie ist das offensichtlichste Kennzeichen überragender Herkunft, aber nicht das einzige. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Wer seid ihr, dass ihr beurteilen dürft, ob ein Sith rein oder minderwertig ist? Als Agent des Imperators und des Rats der Sith werde ich über sie Bericht erstatten und notfalls Maßnahmen ergreifen, um die reinblütige Vormachtstellung wiederherzustellen. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holochron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holochron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Interessant. Da muss ich jetzt was entlarven, die Aufseher. Und dann quatschen wir auch noch mit der hier, mit der Inquisitorin Urind. Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Soweit es mich angeht, kann man Meister verrotten. Dann wird es Zeit für etwas Führung. Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren.
Eine Aufgabe für einen Sith. Gut. Es gefällt mir, dass ihr unser Projekt zu schätzen wisst. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Woher soll ich wissen, dass ihr mich danach nicht des Verrats beschuldigt? Beweist eure Stärke. Beweist euch als wahrer Sith. Dann werden keine Anschuldigungen etwas bedeuten. Ihr findet den Jedi Quarian Dorius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Okay, sprechen wir mit dem Jedi. Ich muss mal gucken. Da oben. Ah, okay. Aufseherin, ich würde mal sagen, ich mache erst die Quest, die hier sind. Da tue ich erstmal scannen, die ganzen Aufseher. Und dann kümmere ich mich um den Jedi. Und im Übrigen kann man in Star Wars, ich weiß gar nicht, wo es war jetzt. Ich meine auf dem Charakterbildschirm, auch irgendwo sein Equipment farblich anpassen. Titel wählen. Okay, Titel habe ich natürlich noch keinen und Vermächtnis auch nicht. Was da? Erscheinungsbild anpassen, genau. Korrumpierung der dunklen Seite anpassen. Oh, das ist natürlich... Ah, okay. Überall wird angezeigt, ich muss mir das frei kaufen. Quasi. Muss ich dafür löhnen? Oh, da ist der Jedi. Da machen wir doch zuerst den Jedi. Ja, überall wird mir hier angezeigt, dass ich das freikaufen muss. Also lässt sich nur Korrumpierung ein- und abschalten. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir quatschen erstmal mit dem Jedi.